Hallo Freunde analogen Unterhaltung. Hi. Es ist mal wieder Freitag und Alex und ich sind wieder mal am Stissel. Ich will jetzt schon voll. Wir sind da lauter so komische Wörter, die Alex mir irgendwann beigebracht hat. Gar nicht. Das ist nur ein Stissel. Nur weil ich hier sitze. Ja, da kannst du mal drüber nachdenken. Ist klar, dass man im Falkensee so nicht redet, aber vielleicht im Friedrichshagen. Nein, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht. In der Stadt der Heiligen, was steht ja, der Heiligen Vögel? Ja. Sind wir die heiligen zwei Vögel? Nein, nein. Ja, Ketzal steht hier. Ketzal. Genau, die Stadt der Heiligen Vögel. Ein neues Worker-Placement-Spiel bei Asmodee erschien, Gigamic ursprünglich, also ein italienisches Spiel. Alexander Garcia. Ja, und gemalt hat Nastia Lehn. Ja. Und zunächst einmal muss man ganz klar sagen, wir haben es hier und deswegen passt es auch, weil heute ist ja unser Familien-Party-Spieltag. Es ist tatsächlich ein Familienspiel. Mhm. Also vielleicht kann man sagen, bisschen plus. Genau. Aber ja, es würde eindeutig sagen, es liegt unter dem Kennerspielniveau. Hier erstmal ein bisschen überraschend. Ich dachte ursprünglich, als ich es zunächst mal so auf den ersten Blick gesehen habe, oh, vielleicht ist es ein bisschen komplizierter. Ist es aber nicht. Die sagen, ab 10 würde ich auch sagen, kann man machen. 2 bis 5 Spieler, 15 Minuten pro Spieler. Es dauert auch nicht so lang. Pro Spieler, hier steht pro Schädel. Pro Schädel, ja. Also, aber genau. Ja, pro Spieler. Ja, ja. Ja. Aber vielleicht ist das Thema schon mal ganz vorn weg gegriffen. Ganz gut, dass es auch eher so im Familiensektor ist, weil Arnak ist ja so ein Ding, das wird oft als Vergleich rein vom Aussehen und vom Thema zugezogen. Und das kann man vorneweg schon mal sagen, Arnak ist auf jeden Fall ein paar Stufen höher. Stufen, ja. Und vielleicht ist es ja so ganz nett, wenn man diese Art von Thema mag. Vielleicht ist es dann auch was ihr in die Sammlung schafft. Aber bevor wir da weiter ins Detail gehen, ich werde ein bisschen die Regeln euch zeigen. Übersichtlich, kommt man auch schnell rein. Regel ist auch ganz gut, finde ich. Also von daher, auch da gibt es keine Hürden. Und dann sehen wir uns wieder zum Fazit. Bei Ketzal geht es darum, die meisten Entdeckerpunkte zu sammeln über eine Partie von 5 Runden. Wir haben hier so einen Rundenzähler mit so einem Entdeckerflugzeug. Und ja, nach jeder Runde wird hier einfach eins weitergeführt. Wenn es hier hinten angekommen ist und nicht weitergeht, dann endet es nach der 5. Runde, der mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Das Ganze ist ein Worker-Einsatzspiel. Die Worker, die werden am Anfang, ganz interessant, sogar noch geworfen. Also nicht gewürfelt, sondern geworfen. Wir haben nämlich wirkliche Meeples als Worker und man wirft die so, ich zeige es euch nachher auch nochmal im Detail, weil es gibt eben unterschiedliche Arten von Workern. Wir haben einen Expeditionsleiter und dann haben wir normale Arbeiter, die haben eine helle und eine dunkle Seite. Und je nachdem, wie sie landen, haben wir dann eben helle Worker oder dunkle Worker zur Verfügung. Der Expeditionsleiter ist immer ein Joker und ja, wenn die irgendwie stehen oder seitlich landen, dann sind sie auch Joker. Das zeige ich euch aber nochmal im Beispiel nachher gleich mal im Detail. Auf jeden Fall, was wir dann hier machen auf dem Spielplan, ist dann reihum im Startspieler beginnt, ja, auf ein Worker-Feld, auf ein Arbeiterfeld einsetzen. Wobei es unterschiedliche Typen gibt von Feldern und die gehen wir einfach einmal durch. Und dann wisst ihr eigentlich schon, was passiert. Wobei wichtig ist, bei Ketzal passieren die Aktionen nicht in dem Moment, wo man die Arbeiter einsetzt, sondern es wird dann alles nacheinander abgearbeitet nach den Nummern der Ortsfelder. Und wir beginnen einfach beim Ortsfeld 1. Das ist relativ simpel. Hier darf man nur einen weißen Worker einsetzen, also entweder einen Joker oder einen Worker, der auf der weißen Seite gelandet ist. Dann ist das Feld auch besetzt. Und das bedeutet einfach nur, dass man Startspieler wird und man bekommt hier, dieses Symbol bedeutet, dass man hier auf dieser Entdeckerleiste 1 vorgehen kann. Hier gibt es einfach noch zusätzliche Belohnungen, wenn man bestimmte Höhen hier erreicht. Weiter geht's hier links mit dem Tempel. Hier gibt es 5 Einsatzfelder, wo jeweils immer ein Arbeiter platziert werden kann. Hier oben müssen es weiße sein, hier unten kann es auch ein schwarzer sein. Das sieht man daran, dass das weiß und schwarz gestreift ist.
Und das Einsetzen kostet hier auch etwas. Man sieht, das ist das Geldsymbol. Ganz unten kostet es ein Geld, ganz oben 5. Aber man wird dann später auch hier von oben nach unten das Ganze abarbeiten. Und was passiert hier? Hier kann man sich einfach hier diese Artefaktkarten nehmen. Und zwar je nachdem, wie viel da steht. Hier zum Beispiel, wenn man ganz oben ist, darf man als erster sich 2 Karten nehmen. Ganz unten als letzter sich 1 Karte. Schwarz bedeutet, dass man blind ziehen muss, aber kriegt man halt auch diese Karten. Um die Karten geht es hauptsächlich. Die können wir sozusagen dann wiederum ablegen bei einer anderen Aktion und dann kriegen wir jede Menge Siegpunkte und andere Boni. Dann geht es weiter hier unten mit 3a, 3b und 3c. Das sind tatsächlich auch Ausgrabungsstätten. Diese funktionieren aber ein bisschen anders, denn das sind sogenannte Auktionsfelder. Das bedeutet, ich kann hier, erstmal kann ich entweder weiße oder schwarze Arbeiter hier hinlegen, das ist egal. Muss mich aber entscheiden, ob ich weiß oder schwarz lege. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich lege einfach 2 hin, zum Beispiel. Und es geht ja immer reihum, setzt man auf ein Feld ein. Jetzt könnte ein Mitspieler aber sagen, nee, ich möchte das aber machen. Und ich setze 3 ein, dann wird der grüne Spieler seine wieder zurückkriegen. Und jetzt hätte eben Rot erstmal dieses Feld besetzt. Wobei es theoretisch möglich ist, dass eben der grüne Spieler nochmal kontert und sagt, nee, ich will unbedingt dieses Feld haben. Und dann zum Beispiel auch hier mit dem Expeditionsleiter, das ist ja ein Joker, das nochmal erobert. So funktionieren halt diese Auktionsfelder. Und ja, am Ende, man setzt ja so lange ein, bis alle passen, weil sie keine Leute mehr haben. Da muss man halt gucken, wer da am Ende die Oberhand behält. Und was machen die Felder? Tja, man bekommt einfach die 2 Karten, die hier unten ausgelegt sind. Und je nachdem, welches Feld es ist, kriegt man noch so einen kleinen Bonus. Hier zum Beispiel ein Geld, hier noch einen zusätzlichen Siegpunkt, hier nochmal so einen Leistenschritt. Ja, je nachdem. Dann gibt es noch hier unten, das ist der Schwarzmarkt. Da kann man tatsächlich jetzt so mit dem Schwarzen hier rein. Auch das ist aber ein Auktionsfeld. Und das ist jetzt das erste Feld, wo wir Karten wieder loswerden können, solche Artefaktkarten. In dem Fall können wir einfach eine Karte für 7 Geld verkaufen. Das heißt also, wir kriegen einfach Geld. Geld braucht man ja, wie gesagt, zum Beispiel hier für den Tempel und für andere Auktionen ebenfalls. Dann gibt es die Aktion 5. Hier können wir uns jetzt neue Ausrüstung besorgen. Das sind diese Ausrüstungsplättchen. Es ist wieder so ein Feld, wo jeweils nur ein Arbeiter eingesetzt werden kann. Es wird wieder von oben nach unten abgehandelt. Das heißt, man hat der zuerst hat, halt die volle Auswahl hier. Die Plättchen geben bestimmte Boni. Manche sind sofort Boni, manche sind dauerhafte Boni. Das zeige ich euch auch gleich nochmal, wenn ich das kleine Spielertableau euch nochmal im Detail zeige. Und dann sind wir hier schon im Hafen. Hier, das bedeutet einfach, dass tatsächlich hier beliebig viele Leute einen Arbeiter reinstellen können und man muss eben 2 Geld dafür bezahlen und darf dann, wenn es ausgeführt wird, hier einfach 3 Karten ablegen, also 3 Artefaktkarten. Und bei den Artefaktkarten, das schauen wir uns auch nochmal nachher im Detail an, ist es halt ein kleines Set-Collection-Game. Es gibt halt verschiedene Sorten von Karten, zum Beispiel hier diese Statuen hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese 2 Karten hätte, dann sieht man hier unten, bei 2 Karten würden die dann 5 Siegpunkte geben. Und da oben gibt es dann auch manchmal noch so Boni auf Karten, die kriegt man dann auch. Das ist einfach nur ein extra Siegpunkt. Aber man kann auch mal ein Geld kriegen oder einen Schritt oder was weiß ich. Das ist ganz unterschiedlich. Und hier die Schiffe, die funktionieren ganz genauso. Das sind aber Auktionsfelder und da kann man halt bis zu 6 Karten dann ablegen. Da ist natürlich dann gleich, sind dann einfach mehr Siegpunkte auf einen Schlag möglich. Und tatsächlich, hier gibt es noch ein Feld, das einfach sofort ausgeführt wird, auch beliebig oft benutzbar. Man kriegt einfach ein Geld und darf seine Worker nochmal würfeln, die man noch übrig hat. Na, das ist halt so ein Feld, ja, wenn dann aus irgendwelchen Gründen der Wurf gar nicht passen sollte, dann macht man das. Ja, und jetzt zeige ich euch einmal noch mal kurz im Detail, wie das mit diesem Würfeln abläuft. Ich hoffe mal, ich mache es so, dass es nicht zu sehr durcheinander springt. Aber ja, ihr seht schon. Was heißt das jetzt? Zunächst einmal ist so, alle, die hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, der steht wirklich so auf seinen Füßen, der da so landet. Das gibt einfach einen Geldbonus, ne? Gut gewürfelt. Ja, einfach so ein kleiner Bonus. Ansonsten sehe ich, habe halt 3 schwarze und einen weißen. Und der steht, der ist eben auch ein Joker. Genauso wie der hier. Das ist aber egal, wie der steht. Nur wenn er so steht, gibt es halt auch ein Geld. Der ist immer ein Joker hier, mein Expeditionsleiter. Das heißt also, der könnte weiß oder schwarz sein. Und wenn jetzt noch einer so gelandet wäre, das wäre ebenfalls ein Joker gewesen. Und ansonsten haben wir hier nur wirklich dieses ganz simple Tableau.
das funktioniert einfach so, dass wir eben hier, ja, können wir so unsere Ausrüstungsgegenstände hier, hier so reinmachen. Und die geben uns halt bestimmte Effekte. Hier zum Beispiel kann man dann einfach eine Karte zusätzlich ablegen, bei den Schiffen zum Beispiel. Hier zahle ich plötzlich ein Geld weniger beim Tempel, ja, bei diesem Feld, wo ich besonders viele Karten aussuchen kann. Und ihr seht, hier unten ist auch noch ein Siegpunkt abgedruckt. Das funktioniert, das ist einfach so, dass am Ende des Spiels dann alle Siegpunkte, die auf diesen Ausrüstungsplättchen drauf sind, auch noch zählen. Wenn ich jetzt noch eine zusätzliche Ausrüstung kriegen würde, da muss ich hier eine ersetzen, und dann würde man die hier sofort ablegen. Wobei in dem Fall wäre das nicht der Fall, weil das ist ein Plättchen mit nur einem Soforteffekt. Deswegen ist hier auch dieses X. Das bedeutet, ich bekomme einmalig 3 Geld und das am Ende 2 Siegpunkte werden, aber es landet sofort hier. Das heißt, ich müsste hier, in dem Fall wäre das das richtige Beispiel gewesen. Hier habe ich jetzt wieder einen dauerhaften Effekt und ja, dann könnte ich zum Beispiel einfach das hier dafür ablegen. Und das hier jetzt benutzen für den Rest vom Spiel. Und am Ende des Spiels, ja, zählen halt die alle dann auch noch zu meinen Siegpunkten dazu. Übrigens, der Startspieler ist auch 2 Siegpunkte wert am Ende des Spiels. Das Spiel lässt sich recht gut anpassen an unterschiedliche Spieleranzahlen. Wie gesagt, für 2 bis 5 Spieler, zum Beispiel im Drei-Personen-Spiel, macht man hier so ein Plättchen über so eins von diesen Schiffen. Das spielt dann einfach nicht mit. Es gibt auch ein Plättchen, um hier so ein Marktfeld hier so ganz hübsch zu überdecken, was dann ebenfalls, ach, das ist falsch, das kommt hier hin, was sozusagen dann auch nicht mitspielt. Und tatsächlich ist es so, dass schon mit 2 Spielern ein Ghost Player, also ein ja, vom Spiel gesteuerter dritter Spieler ins Spiel kommt, dann nimmt man dann dieses Plättchen hier, das legt man sich hier so hin und man hat dann einfach ein Deck aus Karten und ja, dieser dritte Spieler, der funktioniert, dritte neutrale Spieler sozusagen, der funktioniert einfach so, dass er immer 3 Felder einfach, also auf 3 Orten sich hinsetzt. Er wird immer hier 2 Felder besetzen. Er wird immer eine von diesen hier unten von diesen Ausgrabungsstätten besetzen und dann besetzt er entweder zum Beispiel den Schwarzmarkt oder ja, das Schiff, ja, und jeweils halt mit unterschiedlichen, also diese Auktionsfelder mit unterschiedlichen Mengen an Workern, sodass man dann halt den auch dann da überbieten kann. Und dieses Plättchen hier, das zeigt einfach an, dass wie er sich hier im Tempel verhält. Das heißt, der Ghost Player, der kauft halt immer nach Priorität. Er würde immer zuerst einfach solche Totenkopfkarten nehmen. Wenn es keine Totenkopfkarten gibt, würde er diese Maskenkarten nehmen und so weiter. Und wenn es er sich auch noch zwischen denen entscheidet, wenn es mehrere Totenkopfkarten gibt, dann würde er hier unten nach Boni gehen, sozusagen, um sich zu entscheiden, welche Karten er da wegnimmt. Aber ja, klar, der kann natürlich auch nicht gewinnen, die Karten kommen einfach auf den Ablagestapel. Aber es simuliert eben für 2 Spieler, dass man hier nicht, sonst hätte man einfach zu viele Auswahlmöglichkeiten und es wäre dann nicht mehr so interessant. Ja, genau. Also Arnak ist, da ist man auf dem Holzweg, wenn man sagt, das ist die Alternative oder ein anderes Arnak. Nee, ist es nicht. Es ist was anderes. Und zunächst mal muss man sagen, es ist ein hübsches Spiel. Das ist alles, das Material ist schön. Bei den Karten, da finde ich so ein bisschen, hätten sie vielleicht, teilweise sind sie ein bisschen schwer zu unterscheiden. Man muss erstmal Ja, checken. man muss auf die Symbole links Ja, in der weil Ecke manche schauen. Karten sind gleich, aber sehen so ein bisschen unterschiedlich aus und dann, also es ist alles so ein bisschen eintönig, aber das finde ich ist in Ordnung. Es ist ganz nett, dass diese Meeple eben auch noch solche, ja, das ist so eine Art neue Technik, ne, dass die so Na, die sind jetzt im, ich vermute malt. mal, im Siebdruck oder Tampondruck, aber dann auch noch extra lackiert. Also sie haben Ja, dafür auf jeden Fall nochmal gesorgt, dass die abrieffest sind, was ganz schön ist, ne? Hier unsere Archäologen und Abenteurer. und die sind sogar farbig und hier, die dicken. ja, die haben sie, also das ist, da kann man nicht meckern. Und es bringt natürlich ja irgendwie dann doch nochmal
ist immer wieder schön, was für Komponenten man so kombinieren kann. Also dieser Wurf und wie liegen Sachen jetzt. Wie hieß denn dieses Schweinchenspiel? Schweinchenspiel. Hieß es einfach nur Schweinchenspiel? Das Schweinchenspiel. Okay, das Offizielle, es heißt einfach nur das Schweinchenspiel. Ich glaube, ja. Also diese Mechanik, ich glaube, es wird anders gehen, aber diese Mechanik jetzt mal hier in so einen Worker-Placer-Beat-Mechanismus rein, also ja, ist sicherlich so ein bisschen die Kombination aus diesen netten Sachen, die da ja das Ganze so zu einem genau. ja, netten Spiel machen. Weil man muss sagen, abgesehen von diesem Würfelmechanismus ist es hier wirklich ziemlich yes, klassische Kost. Ja. Wir haben ein bisschen Set Collection, klar, wir haben natürlich Worker Placement, wobei es eben dann nochmal der Kniff ist, dass wir hier Worker Planung haben, also wir setzen unsere Worker und dann wird es erst nach einer gewissen Reihenfolge eben abgearbeitet und ja, da hat man natürlich so nette Entscheidungen, wie möchte ich irgendwie zuerst aussuchen, habe aber die schlechtere Aktion oder muss mehr bezahlen oder will ich eben, ja, und dann natürlich dazu zusätzlich dann noch diesen Beat-Mechanismus, den finde ich eigentlich auch ganz nett. Weil er halt auch, na, da ist dann so ein bisschen so, wer zuckt zuerst, ja, genau. Ja? Oder wie denke ich wirklich, dass ich mit einem durchkomme, ja, und solche Sachen. Das ist echt eigentlich ganz nett, wobei ich sagen muss, das mit dem Würfeln ist fast, finde ich, die größte, naja, Enttäuschung ist vielleicht der falsche Begriff, aber da hätte ich mir etwas mehr erhofft, als ich das gelesen habe, weil das dachte ich, dass, oh, das hört sich ja wirklich ja. cool an, zumal ich ein wirklich großer Fan vom Schweinchenspiel bin. Ja. Das ist eine schöne Kindheitserinnerung, ja, Schweinchenspiel. Und beim Schweinchenspiel war es halt so, dass wenn man wirklich was Cooles gewürfelt hat, wie so Doppelbacke oder sowas, ja, was echt sehr voll drin, was sehr selten vorkam, ja. Ja, sehr gut. Dann hatte man wirklich auch einen krassen, also da hat man viele Punkte, Punkte gekriegt, hatte man wirklich einen coolen Effekt. Da haben sie sich nicht getraut so richtig, weil im Endeffekt ist es halt so, wenn man einfach nur halt einen Würfel, einer steht, was echt der totale Zufall ist, kriegt man halt ein Geld, ja, das ist nett. Ja, du hast ein Geld bekommen von daher. Ja, immerhin, der große Expeditionsleiter. Und dann steht. Eben diese, ne, dass man dann, überhaupt ist es so, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dieses, ob es jetzt weiß oder schwarz sind, ist, ja, wenn jetzt alles eine Farbe hat, hat man vielleicht ein Problem. Ansonsten kann man da eigentlich immer ganz gut mit umgehen, sodass man im Endeffekt eigentlich sagen muss, das Würfeln... Es ist fast trivial. Bringt nicht so viel, ja. Und das finde ich dann schon ein bisschen schade, weil man muss ja auch sagen, ein großer Nachteil dieses Würfels ist, es ist bei dir auch fast passiert, dass wenn man Miepel würfelt, also muss die, kann die ja nicht würfeln, sondern muss sie eigentlich werfen, die fliegen durch alle Gegenden, die fliegen unter den Tisch, die... Also das ist ja... Eigentlich ist es ein ganz schöner Aufwand dafür, dass sie dann leider spielerisch nicht so viel rausholen. Das finde ich etwas schade. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem, also das funktioniert schon auch, das mit diesen Farben, dass man da einen Joker hat. Ja, das ist vielleicht so eine kleine, nette Würze. Wenn wir jetzt wirklich sagen, wir sind so im Familienspielbereich vielleicht so ein bisschen angehoben, dass es mal so ein leichter Einstieg für in Richtung Kenner weitergeht in so eine Sache, dann ist es vielleicht das, was irgendwie so ein nettes Gimmick am Tisch ist. Aber ich denke auch, es ist fast eher so ein nettes Gimmick. Das hat natürlich irgendwie schön zur Folge, dass man sich hier immer hin arrangieren kann. Man ist sehr wenig nur eingeschränkt, weil man hat viele Möglichkeiten, weiß sozusagen seine Abenteuer und Archäologen und gerade auch die man quasi multimäßig einsetzen kann. Das behindert einem da nicht und das ist vielleicht wirklich eher so dieser Seichtheit des Spieles so ein bisschen geschuldet. Ja, auch dieser Beat-Mechanismus, du sagst es, ist fast eher so ein bisschen, wer platziert da vielleicht zuerst oder kann man doch nochmal irgendwie was günstig da bekommen, ansonsten hat es fast eher so, wenn ich früh dran bin, so sag ich mal, die Reihenfolge macht hier sicherlich auch schon immer ein oder anderes aus, dann setze ich da zwei Figuren rein. Dann ist es meistens so, wenn ich gerade irgendjemand auf diese Karten hier spielt und die sind auch relativ vielfältig ja dann doch zu bekommen, dass man einfach einen Arbeiter da mehr einsetzt und dann da so ein bisschen safe ist. Aber wenn man vielleicht den einen oder anderen am Tisch ein bisschen ärgern möchte und das muss man hier auch sehen, wenn es so Mitspieler, Mitspielerinnen gibt, die aus irgendwelchen Grund, ich weiß gar nicht, ich muss das an meine Mutter denken, also nicht, dass ich mit ihr dieses Spiel gespielt habe, aber da sind manchmal so Sachen, wenn wir früher auch mal gepokert haben, da hat man sich dann so gefragt, warum macht der denn das jetzt? Und wenn jetzt einer da vier Arbeiter dann reinsetzt und dir das wegnimmt und es eigentlich keinen Nutzen für ihn bringt, das können so Momente sein, da fragt man sich bei dem Spiel, warum hast du das eigentlich gemacht? Doch nur, um mich zu ärgern. Ja, also das könnte hier durchaus passieren. Ist dann vielleicht sogar gewollt am Spieltisch oder auch nicht. Sollte einem dann halt nur bewusst sein.
das Thema. Wir haben ja hier dieses Abenteurer-Thema. Also wir haben ja unsere Archäologen, Abenteuer, Expeditionsleiter, tausend Dinge. Wie kommt so das Thema bei dir an, Anna? Ja, ach, ich finde es prinzipiell ganz okay. Wobei man sagen muss eigentlich, aber das fällt mir jetzt nur gerade so ganz spontan ein, wir sind die Archäologen und, sag ich mal, machen mal unsere europäischen Museen voll, ja gar nicht so PC ist. Das gilt ja eigentlich auch schon für Arnag, ja? Also, wir schiffen hier sehr hochwertige Kulturgüter. Immerhin ist es ein Schaufelraddampfer. Wird der eigentlich mit Kohle getrieben? Verdammt, egal. Ja, also, damit ich nur sagen, ich will da gar nicht wieder irgendein Fass aufmachen. Ich bin da selber ja gar nicht so empfindlich. Aber mir ist es nur mal so aufgefallen, weil das natürlich auch ein Thema ist, was ja immer mehr zum Thema wird. Das ist letztlich eigentlich so an der Grenze, sag ich mal so. Ne? Also man will sich den Spaß eigentlich nicht am Archäologentum vermiesen lassen. Aber das sollte man schon bedenken, dass das hier eigentlich natürlich auch wieder so ein Thema ist. Ansonsten muss ich sagen, finde ich, kommt es gut rüber, das Thema. Ja, ich habe mich da so ein bisschen, also so an so ein paar Punkten so ein bisschen schwer getan in meiner Also so richtig dieses Entdecker-Ausgrabungsfeeling, das ist auch irgendwie schwierig. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das bei Arnag so gut rüberkommt, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, gerade dieser Beat-Mechanismus, so mechanisch, wie ist der jetzt so? Also kloppen wir uns da um diese Ausgrabungsstätte? Ist da so feindliche Übernahme? Das kann man vielleicht noch Sinn konstruieren. Und dieses Werfen der Arbeiter, also ich finde die Mechanik irgendwie ganz interessant mit ihrem, dass sie halt doch nicht so große Auswirkungen haben. Aber auch das so spielthematisch, ja, da macht es nicht so viel Sinn. Vielleicht könnt ihr mir da mal auf die Sprünge helfen, was das irgendwie ist. Ist es einfach, dein Team wird zusammengewürfelt, dein Abenteuer-Archäologen-Team? Zufall, ob du halt jetzt mehr Archäologen oder mehr... Es ist möglich. Irgendwie Zufall, ja. Man weiß es nicht. Aber so, dass ich sagen muss, dass für mich das okay ist, aber dann doch sehr abstrakt sozusagen hier so halt deine Auslage, die du dir hier zusammensuchst und ein paar Sachen so, was okay ist, bloß, das ist super, keine Ahnung, Indiana Jones-Feeling ist für mich da jetzt nicht aufgekommen bei dem Spiel. Und ich meine, was man natürlich sozusagen aus der Kennerspiel-Expertenspielrichtung sagen muss, du hast hier halt nur sehr rudimentäres Engine-Building, ja, also mit diesen paar Ausrüstungsplättchen, das ist so ganz nett, oder auch mit dieser Leiste, wo du mal so einen Bonus kriegst, wenn du da irgendwas erreichst. Also das ist doch sehr rudimentär, weswegen es halt einfach ein Familienspiel ist und wo man auch sagen muss, da steckt eben jetzt, es gibt ja auch diese Familienspiele, die sozusagen, obwohl sie so leicht sind, trotzdem diesen strategischen Tiefgang haben, so, ja, wo dann, ne, je nachdem, auf welchem Level man das dann spielt, hier bleibt es halt einfach auf diesem Level, du kannst hier auch nicht viel machen, so, ne, also du machst halt das, was du machst und kannst jetzt hier nicht die krassen Züge. Ich meine, das Interessanteste tatsächlich ist, wie du psychologisch mit diesem Beat-Mechanismus umgehst. Mhm. Ja, ob du da deine Mitspieler gut lesen kannst oder das ist, glaube ich, so fast das Interessanteste jetzt für einen ambitionierteren Spieler. Aber dem würde ich das Spiel tatsächlich nicht empfehlen. Alle anderen können sich das auf jeden Fall angucken. Ist nett, ist schön, schön illustriert, schön gemacht. Spielt sich schnell und hat Ansätze, die sozusagen dann weiterführen können zu Arnag oder zu anderen Ausgrabungsspielen. Genau. Ja, in diesem Sinne, denke ich, ist dazu alles gesagt. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zugucken, fürs positiv bewerten und unterstützen. Ansonsten sagen wir bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.